Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu unserem letzten Web-Talk der Reihe America Decides 2020 der Friedrich-Naumann-Stiftung. Heute Abend werden wir als Trio der Uni Bonn einen letzten Blick auf die Trump-Präsidentschaft und auch einen ersten Blick auf die bevorstehende Biden-Präsidentschaft werfen. Das Ganze soll natürlich auch anhand der Fragen von Ihnen aus dem Publikum gemacht werden. Also stellen Sie ruhig Fragen zu verschiedenen Aspekten. Es soll ja auch ein Ausblick gemacht werden auf die nächsten 4 Jahre, wie sich Biden positionieren wird, was wird aus Donald Trump. Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn behauptet wird, dass die amerikanische Demokratie doch vor einer ihrer größeren und vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung steht. Wir haben einen Präsidenten, der nicht nur den Ausgang der Wahlen nicht anerkennt, sondern auch eine Art Selbstputsch durchführt oder zumindest versucht hat durchzuführen, der Versuch auf illegitimen Wege an der Macht zu bleiben. Und seine Unterstützer scheinen diese Ansichten auch zumindest in beträchtlichen Teilen zu unterstützen. Fast 90% aller Trump-Wähler geben an, dass ihrer Ansicht nach Joe Bidens Wahl nicht legitim sei. Mit unserem heutigen Gast, Eva Hausteiner, ebenfalls von der Uni Bonn, wie erwähnt, wollen wir als Abschluss unserer Reihe auch einen abschließenden Blick auf die Trump-Präsidentschaft und ihr Vermächtnis werfen. Welchen Schaden hat Donald Trump in bestimmten Bereichen der amerikanischen Demokratie zugefügt und sind diese Schäden möglicherweise sogar irreparabel? Eva Hausteiners Forschung konzentriert sich unter anderem auf Aspekte wie den Föderalismus, politische Imperien und Ideengeschichte sowie die Kontrolle von Macht. Jüngst hat sie einen Beitrag zum Thema Verschwörungsdenken im Zeitalter digitaler Demokratie veröffentlicht. Ein Aspekt, der in einer Wahl, die vermeintlich von George Soros und venezolanischen Wahlmaschinen entschieden wurde, auch sicherlich relevant ist. Es freut mich, Sie heute Abend willkommen zu heißen. Ja, fangen wir erst einmal an mit meinem Kollegen, der mich auch hier die letzten 2,5 Monate begleitet hat. Lieber Patrick, momentan bekommt man ja den Eindruck, dass Biden-Team, stelle zumindest personell, einfach nur eine Art Fortführung der zweiten Obama-Amtszeit dar. Ein Kommentator, den ich heute gelesen habe, beschrieb das Ganze als delightfully boring, also die Auswahl der Charaktere. Ja, können wir jetzt schon erkennen, welche Schwerpunkte der 46. Präsident dann in den nächsten Jahren setzen wird? Ja, das kann man schon ein bisschen erkennen. Aber vielleicht, ich wollte erstmal grundsätzlich sozusagen so ein bisschen was zu der Transition und auch der Bedeutung dieser Transition sagen, weil das ja für uns auch so ein bisschen ungewöhnlich ist. Nicht? Das ist ja im Grunde vergleichbar unserer Regierungsbildung. Nur, dass das eben ja ein zumindest von den Eckdaten feststehender Prozess sozusagen ist, der von der Wahl bis dann zur Inauguration des neuen Präsidenten am 20. Januar geht und immer so um die, ja, zwischen 75 und 80 Tagen im Grunde umfasst. Und das ist natürlich für die USA ja ein ganz, ja, sehr, sehr wichtiger Prozess, den es auch, ja, die Wissenschaft auch jetzt, sag ich mal, seit 3, 4 Jahrzehnten sehr eingehend analysiert. Und dort auch sozusagen Hilfestellung dem Präsidenten an die Hand gibt, wie er diesen Prozess eben zu bewältigen hat. Nicht? Denn wir müssen uns ja vorstellen, die USA sind im Grunde ein präsidentielles System, wo auch eben ja ein personelles Regiment im Grunde herrscht. Nicht? Der Präsident zieht ein mit sehr, sehr vielen Leuten, die er politisch ernennt. Also immer bis zu 4.000 Positionen muss ein neuer Präsident ernennen, wovon über 1000, 1200 dann die Zustimmung des Senates benötigen. Und er zieht im Grunde ja ein, wir haben eigentlich nicht so eine permanente Bürokratie und ein institutionelles Gefängnis, wie wir das bei uns jetzt im Kanzleramt oder so haben, nicht, sondern über 200 Jahre lang galt eigentlich die Auffassung des Präsidenten, dass die Papiere des Präsidenten auch im Privateigentum des Präsidenten sind und er sie wieder mitnimmt, wenn er aus dem Weißen Haus auszieht. Und jeder Präsident, der neu einzieht, muss im Grunde bei Null anfangen, nicht? Kommt an einen leeren Schreibtisch und keine Akten dort sozusagen vorhanden. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. In den letzten Jahrzehnten hat man also die Bedeutung erkannt, dass man diesen Prozess auch ein bisschen regulieren muss, nicht? Und 1963 wurde dann so ein Presidential Transition Act auf den Weg gebracht.
1978 so ein Presidential Records Act, nicht, wo eben auch gewisse Aufbewahrungspflichten dann sind, dass nicht alle Akten jetzt auf einmal verschwunden sind, sondern dort auch aufbewahrt werden müssen. Und dass eben auch eine Überleitung der alten Administration und sozusagen eine Einführung der neuen Administration erfolgt, nicht, dass über bestimmte politische Projekte, die laufen, über nationale Sicherheitslagen etc., dann auch informiert wird, der neue Präsident. Und der Prozess beginnt eigentlich immer früher jetzt. Und man hat das im Grunde seit dem neuen Jahrtausend und mit 9/11 ist nochmal sozusagen auch nochmal stärker ins Bewusstsein gerückt, wie wichtig das ist, dass man sozusagen einen kontinuierlichen Übergang hat und einen Transfer der Macht von der alten auf die neue Regierung. Nicht, denn Präsident Bush im Jahre 2000, das war auch eine verschleppte Transition, weil wir dort eben nicht, auch bis in den Dezember hinein, nicht wussten, wer der neue Präsident sein wird. Und so hatte der Bush im Grunde nur knapp 40 Tage Zeit für seine Transition. Das hat eben dazu geführt, dass er nur wenige Minister im Amt hatte, dann bei Amtseintritt, und dass sich eigentlich das ganze erste Jahr hindurch dieser Prozess der Besetzung von Regierungsämtern verschleppte, verzögerte. Und die 9/11 Commission, die dann auch den Terroranschlag untersucht hat und so, hat dann im Grunde auch gesagt, ja, also möglicherweise sind das hier auch National Security Issues, nicht, die wir haben. Also wenn unsere Regierung besser ausstaffiert gewesen wäre und durchgängig besetzt, möglicherweise hätte sich das auch verhindern lassen, so ein Anschlag, nicht? Da war auch teilweise Behördenversagen im Spiel. Und das ist sozusagen die Wichtigkeit, die dieses Thema hat und die jetzt natürlich auch in dieser Transition-Periode im Zentrum steht. Nicht? Das betrifft also nicht nur die nationale Sicherheit, sondern natürlich auch so eine Public Health Crisis jetzt wie Corona-Virus. Da ist das natürlich auch von sehr, sehr hoher Bedeutung, dass dort ein reibungsloser und effizienter Übergang ist und dass die neue Administration rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wird. Deswegen jetzt, glaube ich, auch der Druck, der dann auf Trump ausgeübt wurde, dass er eben diese Transition ermöglicht. Wir haben ja sozusagen den Glücksfall für unsere Sitzung hier, dass sozusagen wir jetzt eigentlich mit Gewissheit sagen können, Präsident Trump ist Geschichte, auch wenn er es noch nicht offiziell eingestanden hat, aber faktisch hat er ja also seine Behörde dort angewiesen, diese General Services Administration, die diese Transition dann auch eröffnet, indem sie eben im Grunde den neu gewählten Präsidenten anerkennt. Das hat die Behörde jetzt gemacht, nachdem sie da ein paar Wochen blockiert hatte auf Geheiß von Trump. Auch wenn sie sagte, das hat sie autonom entschieden, aber das war natürlich eine Anweisung von Trump. Und jetzt kann es dann offiziell losgehen. Das ist wichtig, weil jetzt auch Gelder frei werden, ne? Über 6 Millionen Dollar, die dort bewilligt sind für Mitarbeiter, für Büroräume etc. Und auch Büroräume. Und andere Dinge werden jetzt sozusagen überhaupt erst möglich. Die ganzen Background-Checks vom FBI und so sind jetzt erst möglich, nicht, die notwendig sind dann für die Beamten, die ernannt werden. Die müssen sich da ja so einem Vetting-Prozess unterziehen. Und das ist eben wichtig, dass das jetzt auch erfolgt ist. Es gibt dann immer nicht, also man sagt eben auch, es ist auch wichtig für jede neue Administration, dass sie so bestimmte Grundregeln dieses Transition-Prozesses beachtet, um erfolgreich dann eben in ihre Regierungstätigkeit zu starten. Wenn das nicht gelingt, dann ist im Grunde auch die ganze Präsidentschaft oftmals schon mit einem Fragezeichen versehen. Nicht? Also man hat teilweise bei demokratischen Präsidenten das erlebt, Carter oder auch
Clinton, dass sie eben nicht so effiziente Transitions hatten und dann auch wirklich schlecht gestartet sind in den ersten ein, zwei Jahren, während die Republikaner da eigentlich immer erfolgreicher waren. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen gewandelt. Also die Transition von Bush zu Obama, die galt eigentlich als ein Paradebeispiel. Obama war sehr, sehr gut vorbereitet und die Bush-Administration war auch wirklich kooperationsbereit und hat ihn auch wirklich sehr gut dort begleitet. Und insofern gilt eigentlich die 2008, 2009 Transition als so ein Paradebeispiel. Wenn Trump 2016 wieder ziemlich der Reinfall war, nicht weil er zum Beispiel seinen Transition-Chef, den man dort dann auch nominiert, das war der Governor Chris Christie von Rhode Island, da gab es dann Streitigkeiten, nicht? Der hat eigentlich den ganzen Transition-Prozess organisiert und das geht eben schon eigentlich los, wenn der Präsidentschaftskandidat nominiert ist. Also auch schon vor der Wahl geht es insgeheim los, im Frühsommer eigentlich so im Juni, Juli, dass dieser Prozess organisiert wird. Christie hatte das geplant, aber dann gab es eben dort Auseinandersetzungen mit dem persönlichen Staat von Trump, mit Jared Kushner und anderen. Und dann wurde diese gesamten Vorbereitungen wieder in die Tonne getreten. Nicht? Die haben sie wirklich die Aktenordner dann in den Mülleimer geschmissen. Und dann ging das irgendwann nach der Wahl von null wieder von vorne los. Nicht? Insofern hat auch Trump sehr spät seine Ernennung eigentlich vorgenommen, hatte auch nicht rechtzeitig eben dann den Chief of Staff, den man braucht. Nicht? Das ist sozusagen eine Grundregel, dass als erstes immer der Chief of Staff ernannt werden soll und eben auch das nationale Sicherheitskabinett möglichst schnell ernannt werden soll. Die wichtigsten Positionen im Weißen Haus eigentlich schon so bis Thanksgiving, also jetzt bis noch zwei Tage, bis Ende November ungefähr. Und dann das Kabinett auf jeden Fall so bis Weihnachten sollte das eigentlich nominiert sein, damit man das dann über die Bühne bringen kann. Also das hatte bei Trump überhaupt nicht geklappt. Nicht? Dann kam ja noch die Ernennung des National Security Advisor da von Michael Flynn, der mit der Russland-Geschichte dort involviert war. Das kam eben auch zustande, weil das eine eigenmächtige Ernennung war gegen den Rat auch von Christie. Und das hat eben auch den nationalen Sicherheitsbereich dann eigentlich geschwächt lange Zeit unter Trump. Also das war nicht besonders effektiv. Wie steht Biden bisher da? Also allzu viel kann man jetzt natürlich noch nicht sagen, aber man kann zumindest sagen, eine Grundregel hat er beachtet. Stabschef hat er schon mal als ersten benannt. Das ist der Ron Klein. Den hat er bereits am 12. November, also 4-5 Tage, nachdem das Wahlergebnis feststand, ernannt. Und er hat jetzt ja gerade eben erst, also gestern, im Grunde seinen ganzen nationalen Sicherheitsstab, also den Außenminister Tony Blinken, die Finanzministerin Janet Yellen, Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas, also der erste Latino dann dort als Heimatschutzminister, kubanischer Abstammung mit Blick auf Florida, nicht? Und auch in diesem wichtigen Feld jetzt der Einwanderungspolitik hat ja hier so ein Signal gesetzt auch an die Latinos, die ihn ja ein bisschen verlassen haben. Ja, und dann hat er ja noch die Chefin der nationalen Geheimdienste und die Botschafterin bei den Vereinten Nationen benannt und auch seinen National Security Advisor, Jake Sullivan. Und John Kerry kommt wieder, nicht? Der ehemalige Außenminister von Obama wird jetzt Sonderbotschafter für den internationalen Klimaschutz. Also hier sind auf jeden Fall, wie du sagtest, die Obama-Administration ist stark vertreten. Das war aber auch nicht anders zu erwarten, nicht? Da es ja erst 4 Jahre her ist, seit Obama abgelöst wurde. Insofern sind die alle noch ein bisschen in Warteposition, die dort damals ihm dienten.
Und nun muss man sehen, wie es weitergeht. Er muss jetzt natürlich relativ schnell noch weitere Ernennungen auch für die wichtigsten Positionen im Weißen Haus, auch dann die, die besonders wichtig sind, eben für die ersten 100 Tage, nämlich wo er dann die Executive Orders, die sozusagen in seinem Wahlprogramm auch hier angekündigt sind, erlassen muss und so weiter. Da muss er die Position auch eben relativ schnell benennen. Aber so wie es im Moment aussieht, ist er da auf einem guten Wege. Und das soll es vielleicht erstmal sein. Ich habe auch schon wieder einen Tick überzogen, glaube ich. Also soweit vielleicht erstmal zur Einführung zu dieser Transition. Da denke ich, was Biden machen kann, hat er bisher gemacht. Das sieht erfolgversprechend aus. Und nun würden wir uns sozusagen den Checks and Balances zuwenden und der Frage, ja, womit er konfrontiert wird, nicht? Dass er möglicherweise nicht so beeinflussen kann wie jetzt diese Transition. Wie steht es um die Institutionen und Gegengewichte nach 4 Jahren Donald Trump? Das geht an Frau Hauschleiner dann. Ja, hallo, vielen Dank, Herr Adorf, Herr Horst, für die nette Einladung. Herr Adorf, Sie haben ja gesagt, ich bin von Haus aus Politiktheoretikerin, also Ideenhistorikerin und Politiktheoretikerin und deswegen eigentlich eher zuständig für die grundsätzlichen Fragen. Und vielleicht ist jetzt, wo sich der Staub langsam legt, auch ein ganz guter Zeitpunkt, um diese grundsätzlichen Fragen mit den aktuellen zu verbinden. Und eine dieser grundsätzlichen Fragen ist sicherlich, und die kursiert eigentlich seit der US-Wahl 2016 immer wieder, kann das US-Verfassungssystem einem zerstörerischen Präsidenten standhalten? Also hat Trump es nachhaltig erodiert? Kann er vielleicht sein Zerstörungswerk in den nächsten 2 Monaten trotz der ja gerade positiven Entwicklungen noch irgendwie vollenden? Und was, wenn eigentlich nach Trump ein neuer Trump daherkommt, der vielleicht noch fähiger, gerissener ist und so weiter? Also letztlich, wie verlässlich sind eigentlich die Stabilitätsressourcen der US-Verfassung? Nun haben in diesen vergangenen 4 Jahren eine Reihe von Stimmen immer wieder betont, die USA haben ja nun 230 Jahre überlebt und werden das auch weiterhin tun, dank Checks and Balances, also dank der gegenseitigen Kontrolle der Regierungsgewalten und in diesem Fall der Kontrollierung des Präsidenten. Und Anhaltspunkte für diese optimistische Diagnose waren sicherlich bestimmte einhegende Gerichtsentscheidungen, auch dass zum Beispiel der Senat Russland-Sanktionen immer wieder gegen den Willen Trumps verlängert hat, auch gelegentlicher, wobei ja sehr sporadischer Widerspruch aus der republikanischen Partei, der allerdings, kann man vielleicht gleich einschränken, oft eher pro forma war. Und natürlich ist auch die jetzt, wie wir seit heute wissen, wohl gelingende Amtsübergabe an den Nachfolger Biden in gewisser Weise Wasser auf die Mühlen dieser DiagnostikerInnen. Am Ende renkt sich quasi dann doch wieder alles ein, die Verfassung hält. Ich bin da skeptisch. Und um meine Skepsis zu untermauern, möchte ich im Folgenden der Frage nochmal nachgehen, ob die Checks and Balances tatsächlich gehalten haben, ob sie halten können. Und ich würde das gerne mit einem eher konzeptionell ideengeschichtlichen Zugriff tun. Also auch fragen, mit welchen Erwartungen die Checks and Balances eigentlich ursprünglich entworfen wurden. Dem landläufigen Verständnis nach sind mit Checks and Balances natürlich gemeint die Kontrollfunktionen zwischen den 3 ansonsten relativ streng voneinander getrennten Gewalten, zwischen den 3 Organen, Exekutive, Legislative, Judikative im US-System, natürlich verkörpert durch Kongress, Supreme Court und Präsidenten. In der US-Verfassung, im Verfassungsdesign sind diese Checks and Balances angelegt als Instrumente der Machtteilung, also der Kontrolle und Ausbalancierung und spielen darin natürlich eine zentrale Rolle. Also die Idee ist, keines der zentralen Verfassungsorgane auf der Ebene des Bundes soll sich dem Plan nach über die anderen erheben können und wenn, dann auf jeden Fall nicht auf Dauer. Diese Vorkehrungen sollten laut den Autoren der Federalist Papers, also der sozusagen begründenden Begleitschriften zur US-Verfassung, die republikanische Freiheit sichern und damit auch die Ängste derer beschwichtigen, die vor der Errichtung einer zentralstaatlichen Tyrannei warnten und die gemeinhin und auch zeitgenössisch schon als Anti-Federalists bezeichnet wurden. Warum aber stellt Machtbündelung in dieser Debatte überhaupt eine so signifikante Gefahr dar? James Madison, der später 4. Präsident der USA, schreibt im extrem berühmten Federalist-Artikel 51, der den Titel trägt,
The structure of the government must furnish the proper checks and balances between the different departments. Also er schreibt, ambition must be made to counteract ambition. The interest of the man must be connected with the constitutional rights of the place. It may be a reflection on human nature that such devices should be necessary to control the abuses of government. But what is government itself but the greatest of all reflections on human nature? Also die Notwendigkeit von Checks and Balances ergibt sich aus der liberalen Vorstellung des Menschen als interessens- und leidenschaftsgesteuert. Und dieses anthropologische Faktum kann und muss durch intelligent designte Staatsmechanik abgefedert, kompensiert werden. Madison schreibt nämlich weiter, if men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary. In framing a government which is to administer by men over men, the great difficulty lies in this. You must first enable the government to control the governed and in the next place oblige it to control itself. To divide and arrange the several offices in such a manner as they each may be a check on the other, that the private interest of every individual may be a sentinel over the public rights. Das waren jetzt lange Zitate, aber sie sollen nochmal verdeutlichen, die Grundidee war, dass es dieser Checks and Balances nicht einfach aufgrund zum Beispiel der Machtfülle des Präsidentenamtes bedarf, sondern weil mit allen Formen der Macht und entsprechend mit allen Befugnissen und Ämtern immer die Gefahr von Machtmissbrauch einhergeht. So ist der Mensch eben. Aber es lässt sich eben auch eine Republik, ein Regime der Freiheit bauen, das diese Effekte neutralisiert und sogar diese Ambitionen der Menschen produktiv nutzt. Das ist also die angelegte Struktur der Machtteilung in den USA. In der aktuellen Situation jetzt ist diese grundsätzliche Frage, können Checks and Balances tatsächlich einen Machtüberhang verhindern, ausgleichen, entschärfen, natürlich besonders fokussiert auf ein Amt und eine Person, also auf das Präsidentenamt und auf Trump im Besonderen. Erstens gab es in den letzten Jahrzehnten ohnehin eine deutliche Tendenz hin zum übermächtigen Präsidentenamt, nicht nur, aber auch wegen des vermehrten Einsatzes von Executive Orders, aber auch aufgrund von Medienstrukturen und so weiter, was gelegentlich auch mit dem Stichwort der Imperial Presidency verbunden wird. Und zweitens ist natürlich Donald Trump auch eine Persönlichkeit, die dem eher skeptischen Menschenbild der Federalist Papers in besonderer Weise entspricht, der also das Amt erlangt hat, obwohl die Verfassungsväter das dank der Abfederungen des Electoral College so eigentlich nicht vorgesehen haben. Aber sie waren sich durchaus bewusst, solche Menschen gibt es, aber sie sollten eigentlich vom Präsidentenamt ferngehalten werden. Inwieweit also haben die Checks and Balances diese machtbesessene Position in einem übermächtigen Amt in die Schranken weisen, in Schranken halten können? Ich will mich, weil wir vielleicht auch im Detail da nochmal drüber diskutieren können, nur auf ganz wenige Bemerkungen an dieser Stelle beschränken. Der Kongress hat, meine ich, die Erwartungen nicht erfüllt. Das Abstimmen anhand von oder entlang von Parteilinien hat sich eher verschärft in den letzten Jahren. Und am eklatantesten ist sicherlich einerseits das Impeachment-Verfahren, das extrem along partisan lines verlief und auch zum Beispiel verschiedene Verfahren zur Benennung von Richterinnen, Supreme Court-Richterinnen, die auch sehr parteilich entschieden wurden. Der Kongress hat sich eher als parteipolitische Stütze, denn als Kontrolle des Präsidenten erwiesen. Durchwachsen ist die Bilanz des Supreme Courts, aber auf jeden Fall ist auch hier eine Tendenz, meine ich, hin zu relativ parteipolitisch bezogenen, unterfütterten Entscheidungs- und auch Berufungsverfahren zu beobachten. Also schon auf dieser ganz basalen Ebene Kongress und Supreme Court ist, glaube ich, diese optimistische Diagnose von seit 1916 nicht unbedingt erfüllt. So weit, so wenig überraschend. Aber ich würde nun argumentieren, diese optimistische Diagnose war von Anfang an ohnehin zu eng und zu ahistorisch, weil sie übersehen hat, erstens, dass die Verfassungsväter bestimmte Entwicklungen eben gar nicht auf dem Schirm hatten und haben konnten. Also zum Beispiel die Entwicklung von zwei überdominanten Parteien oder auch den enormen Einfluss medialer Transformationen, also auch bundesweiter medialer Kommunikation. Und dass die Founders, und das ist vielleicht noch wichtiger, mit den Checks and Balances eigentlich auch noch mehr meinten als nur diese drei Regierungsgewalten.
und die drei entsprechenden höchsten Organe auf Bundesebene. Sie setzten eigentlich darauf, dass das politische System in der Lage sei, von vornherein zu verhindern, dass, ich hatte es angedeutet, eine ungeeignete Person das Präsidentenamt erreichen könne. Entscheidend sei, so damals die Argumentation, dass die Volksvertreter, zumindest in bestimmten Verfassungsorganen wie Präsidentschaft und Senat, gemäß Begabung und Gemeinwohlorientierung ausgewählt würden. Institutionen müssen in der Elitenauswahl, also trotz dieses sehr nüchternen Menschenbildes, in der Elitenauswahl Tugendhaftigkeit fördern und völlig Ungeeignete von den Schalthebeln der Macht fernhalten. Und dafür setzen die Gründerväter auch auf das erwähnte Electoral College, das von handverlesenen Persönlichkeiten besetzt werden sollte, die eben dann einen ungeeigneten Präsidenten verhindern würden. Das ist in den Federalist Papers sehr plastisch beschrieben. Auch ein Element der Checks and Balances, also wenn auch sicherlich eher ein undemokratisches Element in der Verfassung, eben zur besten Auslese und zur Verhinderung von Machtüberhang. Da gab es 2016 auch diese ganzen Diskussionen um die sogenannten Hamilton Electors, also eine Initiative, an das Gewissen der Elektoren zu appellieren. Das hat bekanntlich nicht funktioniert. Man könnte jetzt noch einen weiteren Aspekt benennen, nämlich so etwas wie eine redliche Bürokratie, die ihre Aufgaben ungeachtet präsidialer Dominierungsversuche weiter korrekt und im Dienste des Gemeinwohls erfüllen solle. Und da könnte man auch weiter drüber diskutieren. Aber ich meine, auch hier hat sich ein eher ernüchterndes Bild eingestellt, wenn wir zum Beispiel auf das Justice Department blicken in den vergangenen Jahren. Es scheint also, als griffen Checks and Balances nur, wenn sie auch genutzt werden. Und dafür ist aber eine vitale politische Kultur und ein Funktionieren aller demokratischen Zahnräder im Getriebe dieser entworfenen Staatsmaschinerie notwendig, für die die US-Demokratie ja lange Zeit ebenfalls, nicht zuletzt zum Beispiel von dem französischen Denker Alexis de Tocqueville, gepriesen wurden. Hier aber scheinen sich über lange Frist gravierende Schwächen eingeschlichen zu haben. Also Erodierung des Bildungssystems, faktische Einschränkung des Wahlrechts, Polarisierung und Kommerzialisierung Medienlandschaft und natürlich Big Money in der Politik. Diese Aushebelung der Checks and Balances in diesem breiteren Verständnis, inklusive also der ihrer vorpolitischen Voraussetzungen, ist nur teilweise Trumps Schuld. Er hat fraglos die parteipolitischen Gräben verschärft und die republikanische Partei quasi bis zur Unkenntlichkeit transformiert, meine ich, hat die mediale Polarisierung weiter vorangetrieben, aber vieles von dem Beschriebenen war schon vorher im Gange. Deswegen ist eine komplette Schubumkehr unter Biden meines Erachtens auch nicht unbedingt zu erwarten, auch wenn sein Kurs der Bipartisanship und das dezidiert unmissionarische, nicht polarisierende möglicherweise hilft, diesen Prozess zumindest zu bremsen. Wir sollten uns auch vor Augen führen, nur dank eines sehr deutlichen, am Ende ja sehr deutlichen Wahlsieges, also einem dezidierten Einschreiten des WählerInnenwillens entgegen den eher antimajoritären Hemmnissen von Gerrymandering etc., gibt es überhaupt diese Chance auf Schubumkehr. Die Checks and Balances haben hierin keinen bedeutenden Verdienst. Nach dieser jetzt umfassend pessimistischen Darstellung will ich trotzdem als Plot-Twist vielleicht und als Vorlage für die Diskussion ein letztes, gelegentlich analytisch außen vor gelassenes Element nennen, was man durchaus unter Checks and Balances fassen sollte, den Föderalismus. Der Föderalismus ist für die Verfassungsväter von Anfang an ein zentrales Element der Machtteilung gewesen. Neben dem Repräsentativsystem einerseits und der horizontalen Gewaltenverschränkung andererseits. Er ist ein Instrument der vertikalen Gewaltenteilung und Verschränkung über Bundes- und Staaten, Einzelstaatenebene. Der Föderalismus verhindert der Idee nach, dass einzelne Partikularinteressen Überhand nehmen und sich in den USA so etwas wie eine zentralisierte Tyrannei entwickeln. Man könnte jetzt viel über den Föderalismus in der US-Geschichte sagen, über seine problematische Rolle im Bürgerkrieg, seine Folgen für die ungleichen Rechte von Bürgerinnen und Bürgern. Zum Beispiel hat der berühmte Politikwissenschaftler William Riker in den 60er Jahren geschrieben, in diesem Bürgerrechtsthema, if one disapproves of racism, one should disapprove of federalism. Aber diese lange Geschichte hat eine positive Pointe möglicherweise, und zwar in der Ära Trump. In Fragen von Klimaschutz, dem Schutz von Migrantinnen und so weiter haben eine Reihe von Einzelstaaten immer wieder gegen die republikanische Föderalregierung gehalten, oft mit Erfolg.
und so, etwa zum Beispiel auch in Georgia, in Einzelstaaten quasi from the ground up die Vitalisierung demokratischer Partizipationskultur gefördert und am Leben gehalten. Es bleibt also, meine ich, abzuwarten, ob vielleicht die föderale politische Kultur über diese letzten 4 Jahre ein Stück weit hinübergerettet hat, was in Washington teilweise zerstört wurde. Das wäre mein Input zwischen Grundsätzlichem und Aktuellem und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Ich überlege gerade, Philipp, möchtest du jetzt oder wollen wir jetzt mal die Diskussion sozusagen ein bisschen führen? Wir können die Diskussion ruhig führen, wir können ja dann zwischendurch nochmal zu den Republikanern zurückkehren, wenn da auch Fragen aus dem Publikum noch sind. Das heißt, ich denke, da können wir jetzt erstmal direkt gerne einsteigen. Also für den Föderalismus war ja im Grunde auch die Wahl natürlich in gewisser Weise auch ein sehr, sehr gutes Beispiel und auch vielleicht für einen erfolgreichen Check oder Checks and Balances. Nicht, denn letztlich hat ja sozusagen diese Wahl und auch dann ja manchmal auch republikanische Amtsträger in Georgia oder in Michigan oder anderswo, die eben doch noch so ein Ethos haben, dass sie eben diesen demokratischen Wahlprozess ordnungsgemäß durchführen wollen und nicht einfach auf die Anweisungen, die dort aus dem Präsidentenamt kommen, dann einfach Ja und Amen sagen. Nicht? Also insofern dieses Wahlsystem, so sehr man es ja auch belächelt oftmals und auch für unzureichend hält, hat sich eigentlich in dieser Wahl bewährt, würde ich sagen. Nicht? Und das wäre durchaus auch ein institutioneller Check möglicherweise. Wobei der wirklich richtige Check war natürlich sozusagen die Entscheidung der Wähler und Wählerinnen, die hier Trump zum einen die Abwahl beschert haben, ihn aber selbst auch oder sein Programm nicht so abgewählt haben, dass sie ihm nicht doch auch im Repräsentantenhaus ein sehr, sehr gutes Ergebnis und im Senat ein sehr, sehr gutes Ergebnis beschert haben. Also insofern ist natürlich immer an allerletzter Stelle auch dann der Wähler als der ultimative Check gegen Machtmissbrauch gefragt. Aber so hatten sich, glaube ich, die Gründerväter das nicht gedacht mit den Checks and Balances, dass der Wähler einer darstellen muss. Also das ist sozusagen wirklich die Notbremse. Und da kann man sich ja schon nochmal ausmalen, wie wäre das gelaufen bei einem knapperen Wahlergebnis. Also Sie hatten erwähnt, die verschiedenen Election Officials in den Einzelstaaten, da fand ich eigentlich ganz interessant, wie viele dann doch Parteiloyalität bewiesen haben. Und man kann sich, glaube ich, fragen, wie das gelaufen wäre bei einem knapperen Wahlergebnis und mit wie viel Anklang und Rückhalt die sich dann hätten querstellen können, wenn da so eine 2000er-Situation entstanden wäre beispielsweise. Ja. Also ich sehe das im Grunde auch ähnlich wie Sie, also dass im Grunde auch diese Checks and Balances durchaus ausgehebelt werden durch eben strukturelle Prozesse, die dort ablaufen und die Verfassungsväter, meine ich, waren es ja fast ausschließlich, damals noch nicht gesehen haben. Nicht? Sie wussten ja überhaupt noch nicht eigentlich so besonders viel von Parteien und wahrscheinlich haben sie eben auch erwartet sozusagen, dass eben da durchaus den Föderalismus, glaube ich, den hätten sie schon als wichtigen Check zur damaligen Zeit gesehen. Und dass es eben in vielen Staaten unterschiedliche Parteiungen gibt, nicht? Und die sich sozusagen gegenseitig dann auch in Schach halten. Das war ihre Idee. Und sie haben natürlich dieses nationalisierte Parteiensystem, das wir mittlerweile haben, und dieses polarisierte Parteiensystem, wo die Parteien eigentlich agieren, wie wir das gewohnt sind, im europäischen Kontext, von dem parlamentarischen Regierungssystem, von sehr disziplinierten Parteien, die auch von der Spitze aus durchaus ziemlich effektiv mittlerweile regiert werden können. Nicht? Also diese Nationalisierung der Wahlen, das ist ja ein relativ neues Phänomen, so in den letzten 2-3 Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, seit Reagan ungefähr. Das unterläuft schon die Verfassungsordnung, nicht? Und die Ideen der Verfassungsväter. Und insofern,
ja, könnte man vielleicht sogar auch nachdenken, ob dieses System noch angemessen ist und ob es nicht vielleicht institutioneller Reformen hier bedarf. Nicht, weil für diszipliniert agierende Parteien sind diese Checks and Balances nicht gemacht. Ganz genau. Also dieser Unterschied zwischen Parteiung und Partei ist, glaube ich, wirklich ein sehr wichtiger. Also das heißt ja bei den Federalist Papers so ein bisschen idiosynkratisch antikisierend Factions. Ja. Und das sind aber sich sozusagen je nach Anlass und zu betreffendem Interesse und Projekt quasi sich immer neu formierende Partikularinteressengruppen gegen das Gemeinwohl. Aber in der Tat, feste Parteien, das unterminiert eigentlich diese Staatsmechanik. Ja. Hier sind ein paar Fragen. Ich weiß nicht, Philipp, ist die eine beantwortet, die allererste? Erste Frage, ob der Senat bei jedem Minister zustimmen muss. Also da ist die Regel, dass es gibt ja auch Acting Secretaries. Also da generell, wenn man jemanden eigentlich zum Minister ernennen möchte, dann muss der Senat dem zustimmen. Eigentlich ist es aber Tradition, dass zumindest ein Incoming President, also ein erster Präsident, dann doch ein gewisses Maß an Unterstützung auch aus dem anderen Lager erhält. Und es gab auch schon die ersten Stimmen aus dem republikanischen Lager, die gesagt haben, natürlich hat auch ein Präsident Biden das Recht, mit Personen zusammenzuarbeiten, die er haben möchte, obwohl da auch immer ein bisschen drauf geschaut wird, wie weit links sollen die stehen. Aber schlussendlich könnte da oder ist eigentlich zu erwarten, dass die Republikaner sich in diesem Falle nicht so querstellen sollten. Wenn sie das doch tun sollten, dann gibt es eben diesen Umweg der Acting Secretaries. Da kann man oder da könnte Biden Personen ernennen, die schon vorher vom Senat für irgendein anderes Amt irgendwann mal bestätigt worden waren. Also wenn jetzt, ich glaube beispielsweise Anthony Fauci, der auch schon mal in der Vergangenheit vom Senat bestätigt wurde, könnte dann irgendein Amt übernehmen. Also das wäre der Umweg, dass man sagt, Personen, die in der Vergangenheit diese Confirmation erhalten haben, werden ernannt. Aber ansonsten braucht es dann doch den Advice and Consent des Senats. Ich glaube, hier ist vielleicht einfach nur wichtig, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt so detailliert war. Ich glaube, der Unterschied, was wichtig ist, dass sozusagen alle Minister im Regulärfall natürlich vom Senat zugestimmt werden muss. Nicht? Alle, die Kabinettsrang haben, das sind teilweise Minister, aber zum Beispiel auch jetzt bei Biden wird es auch wieder die Botschafterin bei den Vereinten Nationen sein. Nicht? Und auch der, ja, die haben also alle, die eigentlich im Kabinett sind und Ministerrang und einem Ministerium vorstehen, die brauchen auch die Zustimmung des Senats, während eben seine persönlichen Mitarbeiter, White House Office nicht und die National Security Advisor und solche, die brauchen natürlich keine Zustimmung. Auch nicht der Chief of Staff des Weißen Hauses, der auch Kabinettsrang hat, der ist eine Ausnahme, nicht? Also der sitzt im Kabinett, der muss aber nicht vom Senat ernannt werden, weil er sozusagen der persönliche Vertraute ist des Präsidenten. Der Präsident hat da relativ große Freiheiten, sich seine eigenen persönlichen Vertrauten zu bestellen. Auch der John Kerry braucht dann natürlich keine Ernennung als Sonderbotschafter für internationalen Klimaschutz. Okay, die anderen Fragen. Ja, die könnte man vielleicht sozusagen möglicherweise in die Diskussion hier mit einbeziehen. Also hier war einmal die Frage, ob Trump jetzt sozusagen gegenüber den Checks and Balances ja eben auch sehr viel Unheil angerichtet hat und im Grunde auch das Vertrauen der Bürger unterminiert hat. Und ob die Verfassung dies dekonstruieren könnte. Frau Mauersteiner, haben Sie dazu? Ich lese es gerade, ich kann ja auf dieses Fenster auch zulassen. Ich glaube, okay. Am Schluss ist es andersrum formuliert. Denken Sie, dass dies die Verfassung dekonstruiert? Also, dass sozusagen der Vertrauensverlust die Verfassung unterminiert? Ach so. Und das würde ich schon auch sozusagen zusammenfassen unter dieses Stichwort politische Kultur. Also, ja, auf jeden Fall. Also, Vertrauen in Institutionen
man könnte auch mit Max Weber sowas sagen wie Legitimitätsglauben. Das ist eine wichtige Währung im politischen Prozess und gerade im demokratischen Prozess. Und ohne sozusagen Vertrauen, dass beispielsweise das Wählermandat ausgefüllt und ausgeführt wird, kann ein politischer Prozess nicht gelingen. Nun würde ich sagen, dass die hohe Wahlbeteiligung zuletzt eigentlich ein Zeichen dafür war, dass es in der Bevölkerung noch einen großen Wunsch gibt, das eigene Vertrauen wieder zu reaktivieren und quasi den Institutionen, die kein gutes Bild abgegeben haben, größtenteils in den letzten Jahren eine Chance zu geben. Ein größeres Problem ist vielleicht auch nochmal, also ein Aspekt der gestellten Frage, also das schwindende Vertrauen in Medien, weil natürlich gelingende sozusagen Meinungs- und Willensbildung ganz stark, gerade in so einem großen Land und gerade auf Bundesebene stark von einer sozusagen Vertrauen genießenden Medienlandschaft abhängt, die nicht ihrerseits von so starken Gräben durchzogen ist, wie das ja sehr viele andere Bereiche betrifft in der US-Politik. Das mit den Gerichten ist nochmal eine spannende Frage, weil die Gerichte in den USA ja in der Tat ein Stück weit politisierter sind aufgrund der Art und Weise der Berufungspraxis, als das in Deutschland der Fall ist. Und das erweist sich, glaube ich, jetzt auch als ein Problem. Also ich würde behaupten, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht aufgrund sozusagen dieser institutionellen Merkmale gar nicht so anfällig wäre für einen Vertrauensverlust durch eine Überpolarisierung der politischen Kultur. Ja, wir sehen ja auch bei verschiedenen Umfragen, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es die Verfassung dekonstruiert, dass doch eine gewisse Unzufriedenheit mit dem politischen System in den USA relativ weit verbreitet ist, fast kein Vertrauen mehr in die föderalen Institutionen. Und das ist natürlich dann für eine Demokratie auch enorm problematisch, wenn, wir haben es jetzt ja schon mehrfach besprochen, dieses System ist eigentlich auch nicht darauf angelegt, dass man eben zwei ideologisch grundsätzlich unterschiedliche Parteien und Fraktionen hat, sondern es ist ein System, das auf Kompromissbereitschaft aufgebaut ist, was auch die Intention war, dass die Legislative so weit wie möglich auseinander gebaut ist oder dekonstruiert ist, um das aufzugreifen mit den beiden Kammern, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten teilweise gewählt werden. Und das heißt, dieses System, das ist natürlich auch einer der Faktoren, wo man sagen kann, das geht ja schon vor Trump voraus, also die tiefen Gräben in der Politik, die fehlende Kooperation zwischen den beiden Parteien, und auch dann darauf aufbauen, jetzt vielleicht der Trend, das ist ja ein Kritikpunkt, der gerne wieder oder der jetzt öfters erwähnt wird, dass halt gerade im Senat wir das Problem haben, dass eigentlich Minderheiten regieren können, weil halt die republikanischen Senatorinnen und Senatoren weniger Menschen repräsentieren als ihre demokratischen Gegner. Das sind natürlich Probleme, die auch lange über Trump hinaus, glaube ich, uns begleiten werden. Also gerade dieses Thema über Senat. Und wie erwähnt wurde, die Ernennung der Bundesjudikative, die durch den Senat ist, je nachdem, wie es im Januar ausgeht, werden wir ja auch hier eine republikanische Mehrheit behalten, die dann jegliche Vorschläge von Biden hinsichtlich Supreme Court oder Berufungsgerichte und District Courts stoppen kann. Ja. Die Frage, die hier aus dem Publikum kommt von Herrn Rode, glaube ich, ist natürlich in diesem Zusammenhang auch sehr interessant, ob die USA möglicherweise eine besondere sozialpsychologische Anfälligkeit haben. Ich glaube, es ist natürlich im Moment ein generelles Phänomen, das für alle westlichen Demokratien gilt. Zum einen, nicht weil wir eben in Umwälzungen sind, Globalisierung, auch in Krisen, Finanzkrise, und jetzt die Covid-Krise, das sind natürlich alles sozusagen Hintergründe und Kontexte, in denen natürlich so ein Verschwörungstheorien gedeihen und so ein bisschen paranoides Denken und wie es der Trump eben ja auch kultiviert hat und auf sehr, sehr große Anhängerschaft stößt. Das sind sicherlich so
allgemeine Faktoren, die also weltweit oder zumindest die, was wir früher die westliche Welt genannt haben. Aber ich glaube, es gilt weltweit eigentlich. Ja, also da würde ich, glaube ich, auch nicht unbedingt so eine totale US-Spezifik draus machen. Sicherlich ist die US-Medienlandschaft nochmal besonders strukturiert, aber grundsätzlich ähnliche sozusagen Tendenzen zu so verschwörungstheoretischen Versatzstücken sehen wir ja auch hier. Ja. Es gibt es natürlich historisch, könnte man sagen, aber es gab es woanders sogar nicht auch nicht. McCarthyismus. Ja. Dann gab es immer auch diese Red Scare nach dem Ersten Weltkrieg und auch, ja gut, nach dem Zweiten, das ist ja McCarthyismus. Also es gibt, ja, das hat dieser, der Richard Hofstadter mal eben als diesen Paranoid Style of American Politics bezeichnet. Also es gibt schon bestimmte, natürlich auch Ideen geschichtlich, sage ich jetzt mal, dass gerade auch im politischen Denken der USA natürlich ein ganz extreme Anti-Government, ne, also ein sehr starkes Misstrauen gegen die Bundesregierung, die eben sehr, sehr schnell als unterwandert, damals von Kommunisten, heute von ja, Angehörigen des Deep State, also auch Linke eigentlich oder ehemalige Demokraten, Obama-Jünglinge. Also da gibt es solche Denkfiguren natürlich im politischen Denken der Amerikaner, die auch da in diese Richtung, sag ich mal, vielleicht stärker noch neigen, als das in anderen Ländern der Fall ist. Aber das heißt nicht, dass es das in anderen Ländern nicht auch gibt. Ja, aber gerade Hofstadter, also ich glaube, man kann da nur raten, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht mal diesen Essay The Paranoid Spokesman sich durchlesen, weil es da gewisse Abschnitte gibt, die man, der Essay wurde ja, glaube ich, 1964 geschrieben, der immer wieder auch auf das Heutige angewandt werden kann, dass also der Paranoid Spokesman sieht alles als Kampf um Leben und Tod und um das Überleben der Republik und auch natürlich die Sichtweise, dass man in diesem Kampf mit dem Gegner nicht Kompromisse eingehen kann, weil natürlich der oder weil der Gegner für das Schlechte schlechthin oder Evil Incarnate steht. Und das sind ja Punkte, der Hofstadter-Artikel hat ja auch nach dem Aufkommen der Tea Party eine Renaissance erlebt, weil halt die Tea Party in gewisser Hinsicht genau das so aufgegriffen hat mit Verschwörungstheorien, mit diesen Punkten. Und das sah mir dann auch ja bei Trump, der den Birtherism der Tea Party aufgriff und auch selbst ähnliche Bilder genutzt hat, dass Amerika vor dem Untergang steht und nur er könne das Land retten. Also da bemerkt man schon, wie da gerade angemerkt wurde, das ist jetzt vielleicht nicht ein exklusiv amerikanisches Phänomen, aber wie diese Sichtweise, dieser Paranoid Style doch ja immer mal wieder aufkommt. Also man könnte sagen, the more things change, the more they stay the same. Also dass diese Politik bleibt da, bleibt uns wahrscheinlich auch erhalten und beziehungsweise Trumps Vorgehensweise momentan sichert ja auch ab, dass in den nächsten Jahren, glaube ich, einige Konservative das weiterhin sehen werden, dass das Ganze, manche von Ihnen werden sicherlich auch die Pressekonferenz gesehen haben von Rudy Giuliani und Sidney Powell, wo halt auch darüber geredet wurde, dass finstere Kräfte aus dem Ausland, Soros und die Kommunistische Partei Chinas und Venezuela versucht haben, diese Wahl zu klauen und dieser Glaube scheint sich wahrscheinlich oder wird sich wahrscheinlich doch in den Köpfen einer nicht unbeträchtlichen Zahl an konservativen Wählern festsetzen. Interessanterweise ist es ja aber so, dass man da die Federalists oder die Founders nicht aus der Pflicht lassen kann. Also während man quasi sagen kann, ja, Parteien oder diese Art von Polarisierung über das ganze Land hinweg haben sie noch nicht mitgedacht. Dieser Paranoid Style oder diese Art des Verschwörungsdenkens und des Freund-Feind-Denkens plus Exzeptionalismus, also Shining City upon the Hill und so weiter, das stammt auch wirklich alles aus der Gründungsphase. Also diese Tonlage, die wir jetzt wieder so massiv hören und die natürlich auch über soziale Medien besondere Beschleunigung und nochmal so eine Neufassung findet, die ist also sozusagen den USA eingeschrieben. Ja. Wir haben ja noch vielleicht zwei Fragen aus dem Publikum, die sozusagen auch in Richtung institutioneller Reformen zielen. Also zum einen Verhältniswahlrecht, das könnte ich vielleicht kurz darauf eingehen, wie schnell man das einführen könnte oder ob es dort Veto. Also das Problem ist ja, was das Wahlsystem anbelangt, dass es im Grunde bei den Einzelstaaten liegt.
Es gibt zwar eine Möglichkeit, also dass der Kongress auch sozusagen eine Rahmengesetzgebung oder so macht, aber eigentlich werden die Details des Wahlrechts im Grunde den Einzelstaaten überlassen. Und insofern liegt das bei den 50 Einzelstaaten und die müssten eigentlich alle sozusagen dann in ihrem Staat ein Verhältniswahlrecht einführen. Es gibt ja ein bisschen unterschiedliche Regelungen. Also es gibt ja in zwei Staaten dieses Distriktsystem, das zwar nicht ganz proportional ist, aber ein bisschen proportionaler in Anführungszeichen als das Winner-Takes-All-Prinzip in den anderen 48 Staaten. Es gibt auch in Maine, gibt es jetzt neuerdings das Alternative Vote, also so ein Präferenzstimmwahlrecht. Aber das sozusagen, dass man das einheitlich national regeln könnte, ist, glaube ich, vorgesehen. Da steht der Föderalismus dann auch als ein Check dagegen, sozusagen. Das andere war die immer beliebte Frage nach dem Court Packet. Würde ich vielleicht an Frau Hausteiner weiterreichen, wenn sie dazu nicht, also das wäre ja auch, dann würde ja eine Institution, die als Check auch gedacht ist, hier das Verfassungsgericht, ja, möglicherweise dadurch ja auch lahmgelegt als Check. Oder wie würden Sie ein solches Court-Packing bewerten? Also ich bin dafür sicher keine Expertin, aber grundsätzlich, soweit ich weiß, ist das mit einfacher Mehrheit änderbar. Also die Besetzung des Supreme Courtes ist nicht, hat nicht, also der Modus der Besetzung und auch der, vor allem aber sozusagen die Größe des Supreme Courts hat nicht Verfassungsrang. Das ist nicht in der Verfassung festgeschrieben. Das ist einfach anpassbar. Das ist auch in der Vergangenheit, auch wenn das ein paar Jahrzehnte her ist, schon geschehen und wurde auch zwischendurch immer wieder von unterschiedlichen Präsidenten beider Parteien angedacht. Das ist natürlich jetzt als Vorschlag wieder hochpolitisch, hochpolitisiert und hat natürlich auch einen hochpolitischen Anlass. Angesichts des gegenwärtigen Überhangs republikanisch berufener RichterInnen am Supreme Court. Aber in der Sache ist das eigentlich relativ unproblematisch, wo man jetzt auch wiederum sagen könnte, das ist ja eigentlich eine Lücke in der US-Verfassung, dass wenn man sich das schon so überlegt, den Supreme Court als Check, als Kontrollmechanismus einzusetzen, dass der in seiner Größe letztlich beliebig, je nach politischen Mehrheitsverhältnissen, angepasst werden könnte. Also diese Besetzungspraxis und auch Umfang des Supreme Courts ist meines Erachtens auch keine Stärke der US-Verfassung. Aber Herr Horst, Sie hatten ja angedeutet, es wäre wahrscheinlich mal überlegbar zu überdenken, ob man da bestimmte Regelungen anpasst, auch nicht nur bezüglich des schwer zu ändernden Verhältniswahlrechts. Das ist einfach bekanntlich unheimlich schwer bei der US-Verfassung, weswegen ich persönlich, und da würde mich auch Ihre Meinung interessieren, nicht viele Optionen sehe angesichts der relativ klaren, sagen wir mal, 50-50 oder 45-55 Polarisierung in den USA, dass da irgendwie Anpassungen der Verfassung im Sinne von besseren Stabilitätsressourcen, Effizienzsteigerung und so weiter irgendwie machbar oder aussichtsreich sind. Und das ist natürlich bei so einer alten Verfassung, die offensichtlich so viele Defizite hat, ein Riesenproblem. Das ist vielleicht das Hauptmanko der US-Verfassung, dass sie so schwer zu ändern ist. Ja, das würde ich auch denken. Also es ist auf verfassungsändernden Wege eigentlich fast kaum möglich, diese Verfassung jetzt zu reformieren und zu verbessern und sie sozusagen zukunftstauglich zu machen oder fit für diese Zeit. Es verlangt halt, würde ich eben denken, sozusagen schon das Handeln der Politiker und Politikerinnen und sozusagen die Einsicht, auch die Selbsteinsicht in bestimmte Normen, die notwendig sind, damit diese Verfassung funktioniert. Und da müsste man auch dann von einzelnen Amtsträgern verlangen, dass sie eben ja manchmal auch vielleicht gegen ihr unmittelbares Eigeninteresse handeln und im Interesse des gesamten institutionellen Systems. Also man müsste zum Beispiel von einem Präsidenten verlangen,
dass er eben nicht diese Möglichkeiten, die diese Imperial Presidency eben jetzt bietet, ausschöpft, nicht? Und sozusagen auf Teufel komm raus jetzt per Executive Order regiert. Ich hoffe, dass Biden da so ein bisschen in die Richtung geht, dass er eben auch, obwohl es ihm vielleicht kurzfristig vielleicht nutzen mag, nicht, wenn er jetzt Executive Orders verabschiedet oder in Kraft setzt, aber die haben halt nicht den Rückhalt, dass sie sozusagen längerfristig wirken. Die können auch wieder außer Kraft gesetzt werden. Und besser wäre es, er würde natürlich zum Beispiel auf wichtigen Politikfeldern wie der Einwanderungsreform eben nicht per Executive Order, sondern mit Gesetzgebung reagieren. Und da eben auf die Republikaner zugehen und versuchen, auch überparteiliche Konsense, also Kompromisse zu erzielen. Nicht? Das wäre irgendwo notwendig, damit dieses System so funktioniert, wie es funktioniert. Also der Präsident müsste sicherlich wieder geschwächt werden, der Kongress müsste gestärkt werden in seiner Gesetzgebungsfunktion, auch in seinen Checks-Funktionen, also in seinen Kontrollfunktionen, die ja immer mehr außer Kraft und ausgehebelt wurden, auch durch die Trump-Präsidentschaft. Da lassen sich vielleicht auch Reformen durchaus im beiderseitigen Einvernehmen der Parteien herstellen. Ja, aber man muss halt über seinen Schatten springen und es hat sich einiges aufgebaut in den letzten Jahren, wo sozusagen jede Partei immer nur auf ihr eigenes Interesse geschaut hat und nicht auf das Interesse der Institution. Ja, da sind wir auch bei dem Problem, das gesagt wurde, über den Schatten springen und Kooperation. Es ist halt heutzutage, gerade auf republikanischer Seite, besteht ein sehr geringer Anreiz, mit den Demokraten zu kooperieren, weil wir haben das ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass doch durchaus Personen oder bestimmte Akteure, die vielleicht doch als zu moderat gesehen wurden, dann in den Vorwahlen gewisse Probleme gehabt haben, obwohl man auch sagen kann, zumindest bei dieser Wahl, Susan Collins aus Maine hat es ja geschafft und sie ist entsprechend verschiedener Rankings die Trump-kritischste Senatorin gewesen. Also vielleicht ist das ein Indikator, dass in bestimmten Regionen ein gewisses Maß an Bipartisanship doch populär ist. Aber ansonsten gibt es ja diese Herausforderung, dass eben doch die jeweiligen Abgeordneten immer erstmal ihre eigene Partei bei jeder Wahl von sich überzeugen müssen und dann wieder um dann wieder anzutreten. Das ist sicherlich auch eine große Herausforderung und generell, wie ja gesagt wurde, wir haben 27 Amendments, also 27 Verfassungszusätze, davon sind ja schon die ersten 10 in der Bill of Rights, das heißt eigentlich 17 und die letzte war 1992 und ich glaube davor war es in den frühen 70ern. Das ist ja schon ein Indikator, dass all diese Pläne, die man immer, worüber man spricht, Electoral College oder vielleicht andere Mechanismen in bestimmten anderen Fragen, das umzusetzen, ist natürlich enorm problematisch. Aber auch die Republikaner müssen natürlich wiedergewählt werden, nicht? Und insofern, also gibt natürlich schon immer ein paar auch moderate Republikaner. Und jetzt 2022 zum Beispiel stehen durchaus auch ein paar eher der moderaten Republikaner dann zur Wiederwahl an. Und die müssen natürlich auch schon immer mal was vorweisen. Nicht? Sie können jetzt dann auch nicht nur 100% Blockadepolitik machen. Auch Mitch McConnell weiß ich, glaube ich, nicht, dass er das jetzt kann. Auch nicht in Zeiten solcher schwerwiegenden Krisen wie Covid-19 und der Wirtschaftskrise. Also in diesen Fragen zumindest müssen sie kompromissbereit sein. Und das waren in der Vergangenheit, also wenn es um Krisen ging und Finanzkrise und andere Dinge, gab es ja auch überparteiliche Kooperation. Also das ist das Mindeste, was man erreichen kann. Und langsam, denke ich, ist auch mal bei der Einwanderungsreform oder so, sind auch mal Kompromisse fällig, gerade auch dann für Leute, die vielleicht sich in einer Partei nach Trump oder gegen Trump möglicherweise auch profilieren wollen. Ich weiß nicht, ob sie das auf Dauer diesen Stil wirklich fortfahren können. Also insofern habe ich da doch ein bisschen Hoffnung. Aber worauf führen Sie das zurück, dass trotz sozusagen dieser Corona-Notlage zum Beispiel im Senat weiter, wenn ich da im Bilde bin, dieses Stimulus-Package blockiert wird? Also
eigentlich hätten wir momentan genau diese Bedingungen, die Sie beschreiben, wo es eigentlich in der Rationalität der Republikaner läge, hier mal einen Kompromiss einzugehen. Und zwar einen, der wahrscheinlich höchst populär wäre in der Bevölkerung. Und dennoch passiert das nicht. Also diese, Herr Adolf, Sie sind doch Spezialist für die Republikanische Partei. Das wirkt ja manchmal wie eine so Zombie-Partei. Ein wenig. Ist da Besserungshoffnung? Ja, also wie gesagt, meine Sichtweise ist eigentlich vielleicht ein Stück weit eher pessimistischer, denn ich glaube schon, wenn wir uns die republikanische Wählerschaft anschauen, dass da eben, also wir sehen ja, wenn wir uns die Daten anschauen der verschiedenen Abgeordneten, dass die Republikanische Partei sich ideologisch enorm nach rechts bewegt hat in den letzten 40, 50 Jahren, wo natürlich auch einfach der ideologische Graben zur anderen Seite so groß ist. Das heißt, wenn man Kompromisse eingehen möchte oder muss, dann bedeutet das, dass man eigentlich für Positionen eintreten muss, die in der eigenen Kernwählerschaft doch auch unpopulär sind. Das heißt, wir sehen es momentan, dass ich glaube, bei Corona-Hilfsmaßnahmen ja, existiert eine gewisse Popularität, wo auch die Frage besteht, warum kann man da oder warum agieren die Republikaner nicht etwas kompromissbereiter? Vielleicht existieren gewisse Sorgen, dass es irgendwie ein Aufkommen einer neuen Tea-Party-Bewegung geben könnte, die ja nach den letzten großen Kompromissen in der Finanz- und Wirtschaftskrise vor einem Jahrzehnt zumindest ihre Wurzeln in dieser Anti-Big-Government-Bewegung hatte. Was jetzt danach aus der Tea Party wurde, das war dann noch eine etwas andere Bewegung. Aber ja, ich glaube, da besteht schon vielleicht die Sorge, wenn jetzt zu viel Schulden gemacht werden, zu viel Geld ausgegeben wird, dass es dann parteiinterne Herausforderungen gibt, obwohl es populäre Positionen sind. Normalerweise, das ist so ein Punkt, wo ich zum Beispiel, um es mal auf den fast zum Abschluss zu bringen hier komme, dass ich Trump eher als sehr schwachen Präsident sehe, weil er hätte erkennen können oder müssen, dass Corona-Maßnahmen durchaus populär sind, hätte vielleicht auch mehr Druck auf die Partei ausüben müssen, weil es ist ja das Faszinierende an der Sache, die Republikaner im Kongress haben sich quergestellt bei den Corona-Maßnahmen, auch obwohl Donald Trump zwischendurch mal wieder gesagt hat, ja, wir müssen einen Deal machen und der Deal kann sogar größer sein als das, was eigentlich von den Demokraten vorgeschlagen wird, obwohl er ja da seine Standpunkte auch teilweise von Tag zu Tag änderte. Aber er hat überhaupt nicht versucht, das durchzusetzen und ein bisschen Druck auszuüben, weil, wie gerade erwähnt wurde, es waren populäre Corona-Maßnahmen. Und wer weiß, wenn er mit etwas mehr Nachdruck auf die Republikaner im Kongress eingegangen wäre, vielleicht wären das die entscheidenden Stimmen gewesen. Aber da ist halt der Punkt, wo ich zumindest persönlich zu Trump zum Fazit käme, dass er ein schwacher Präsident war, weil dieses klassische Power to Persuade, was immer erwähnt wird, als so der, zumindest historisch als der Goldstandard, um zu messen, wie stark ein Präsident ist, wie stark kann er Abgeordnete davon überzeugen, dass sie seine Ansichten vertreten sollten oder teilen sollten und das umsetzen sollten, da ist er einfach meiner Ansicht nach grandios gescheitert, weil die Politik der Republikaner eigentlich, man kann fast sagen, in den letzten 4 Jahren meiner Ansicht nach, das ist die Politik von Mitch McConnell. Wenn da Überschneidungen zwischen Weißem Haus und Kongress existierten, war das schön, aber wenn Mitch McConnell den Daumen gesenkt hat, dann ja, ist Donald Trump auch nicht mit sonderlich viel Nachdruck da hinterhergegangen. Also was auch jetzt passiert, das ist meiner Ansicht nach die Blockadehaltung basiert auf den Standpunkten oder der Strategie von Mitch McConnell, der vielleicht die Sichtweise hat, Blockade ist die beste Politik. Ob er in den nächsten 2 Jahren vielleicht sich doch mal etwas seine Meinung ändert. Aber unter Obama haben wir es ja auch gesehen, dass er auch damals sagte, wir wollen Obama zu einem One-Term-President machen. Und seine Interpretation damals war, man müsse alles blockieren, was Obama umsetzen möchte. Wenn ich mich recht erinnere, hat, glaube ich, kein einziger Republikaner für Obamas Gesundheitsreform gestimmt, obwohl Obama auch versucht hat, die Republikaner etwas zu überzeugen und obwohl auch gewisse Aspekte der Gesundheitsreform ja damals populär waren und noch populärer geworden sind. Aber diese kompromisslose Haltung, das ist das, wo doch, glaube ich, die meisten republikanischen Abgeordneten heutzutage glauben, damit fahren sie am besten um, in der eigenen Partei zu überleben. Und ja, für die USA wäre es sicherlich gut, wenn man die Sichtweise ändern würde. Da wären wir dann auch bei Fragen wie Reform von Vorwahlen oder Ähnlichem.
Aber ja, ich sehe das leider, glaube ich, etwas pessimistischer und hoffe, ich werde eines Besseren belehrt. Also aus dem Publikum kommt ja auch der Hinweis auf Georgia. Also das ist natürlich manchmal auch, wird es gesagt, dass ja im Moment es auch machtpolitisches Kalkül ist, dass die Georgia-Wahlen erstmal abgewartet werden. Nicht? Da wollen sie, die wollen sie unbedingt gewinnen. Und danach könnte dann möglicherweise ein Reform, natürlich nicht in der Größenordnung, wie das jetzt die Demokraten und Biden sich wünschen, da von 2,4 Trillionen, ist ja, glaube ich, sozusagen, das war die Hausnummer, die die Demokraten aufgerufen hatten als Stimulus. Und die Republikaner waren irgendwo bei 500, glaube ich. Also sind sehr, sehr weit auseinander da. Das werden sie wahrscheinlich erst nach den Wahlen dann angehen. Ja. Oder vielleicht auch erst eben, wenn der neue Präsident dann im Amt ist. Ja. Aber ich glaube, dann wird es schon ein Programm geben. Also irgendwas müssen sie dort ja machen. Aber sie müssen da auch durchaus aufs Haushaltsdefizit achten, nicht? Also das ist ja Programmpunkt der Republikaner, den sie zwar immer am ehesten vernachlässigen, aber die Lage ist natürlich schon ziemlich bedrohlich, was die Verschuldungsbilanzen anbelangt. Ja, genau, ums Defizit kümmert man sich immer, wenn ein Demokrat im Weißen Haus ist. Das war jetzt ja auch, ob Reagan oder Trump, das sind dann die Zeiten, in denen das Defizit enorm wächst. Sicherlich für Georgia ist vielleicht noch interessant, momentan dieser Kampf um, ja, ob die Wahl anerkannt wird oder nicht. Da sind die beiden Republikaner vielleicht auch nicht zu beneiden, denn sie wissen, glaube ich, momentan nicht so genau, wie sie sich da positionieren sollen. Es gibt schon die ersten erzkonservativen Kreise, die sie dafür attackieren, dass sie nicht an irgendwelchen Stop-the-Steal-Veranstaltungen teilgenommen haben und dass gesagt wird, wenn ihr da nicht wenn ihr euch nicht unter Präsident Trump stellt, dann gehen wir nicht zur Wahl. Andererseits muss man natürlich auch feststellen, dass die Trump'sche Vorgehensweise nicht sonderlich populär ist. Das heißt also, auch da können Kelly Loeffler und David Perdue, die beiden Republikaner, jetzt nicht ganz einfach sagen, was der Präsident macht, ist ganz toll, sondern sie sind in der Position, wo sie, glaube ich, momentan etwas abwarten und hoffen, dass dann doch Donald Trump vielleicht irgendwann im Dezember, spätestens nachdem das Electoral College zusammengekommen ist, das Zepter abgibt und sie dann in den letzten 2, 3 Wochen doch noch halbwegs normal campaignen können. Aber bis dahin sind sie so ein bisschen in einer Warteposition, um nicht aufgerieben zu werden zwischen den erzkonservativen Akteuren, die fordern, ihr müsst euch hinter Trump stellen, und halt der normalen Wählerschaft, den Suburban Voters, die dieses Mal für Biden gestimmt haben, die aber sonst auch immer gerne in lokalen Wahlen für Republikaner stimmen und die, glaube ich, mit Trumps Vorgehensweise nicht so viel anfangen können. Ja. Können wir mal gucken, also was haben wir noch für Fragen? Jetzt ist eine QAnon-Anhängerin, die erwähnt wurde. Vielleicht die Frage, ja, wie weit wird dieses, wie weit ist dieses Narrativ vielleicht in der Gesellschaft vorhanden? Auch kann diese Verschwörung vielleicht helfen, Trump noch im politischen Geschäft weiterzuhalten? Möchte da jemand? Ja, gern. Ja, diese QAnon-Geschichte, das ist natürlich jetzt nochmal ein interessanter Schritt, dass durch diese Wahl tatsächlich Amtsträgerinnen und Amtsträger im Kongress sitzen, die sich öffentlich dazu bekannt haben. Und das sicherlich auch oder vermutlich auch nicht nur aus Überzeugung, sondern auch aus Gründen der Wählerpopularität. Das ist einfach in den USA, so schnell sich das in den letzten 3 Jahren entwickelt hat, eine sehr populäre Bewegung, die aus dem Online-Raum auch in den Offline-Raum gewandert ist. Und die Frage war ja auch danach, wie gefährlich ist das? Und ich glaube, die Gefahr liegt gar nicht primär oder nur in den, ich sag mal, ideologischen Auffassungen dieser QAnon-Anhänger und Anhängerinnen, denn die sind teilweise ja relativ diffus oder auch vielleicht gar nicht so unterschiedlich zu jenen der eher rechtsaußen RepublikanerInnen. Aber ein Hauptproblem scheint mir darin zu liegen, dass sich hier quasi so eine Art Subkultur herausbildet mit einem enormen Gemeinschaftsgeist und einer starken inneren Kohäsion, die eigentlich, ich spitze jetzt mal zu, nochmal Stichwort Vertrauen an gar nichts mehr glauben.
Also die so eine tiefe Skepsis gegenüber jeder Form von politischer Institution oder Elite hegen, dass die eigentlich quasi nicht mehr integrierbar sind in den demokratischen Prozess. Das ist natürlich da jetzt paradox, dass jemand im Parlament sitzt, der die Ablehnung des demokratischen Prozesses verkörpert. Aber auch dieses Phänomen kennen wir ja aus anderen Kontexten, also Brexiteers im EU-Parlament oder so. Also genau diese Kultur des Fundamentalmisstrauens, die da gehegt und gepflegt wird, erscheint mir ein Hauptproblem, weil auf dieser Grundlage lässt sich ganz schwer Polarisierung auflösen. Das ist ein Haupttreiber der Polarisierung. Ja, genau, da sind wir dann auch wieder bei Hofstadters Paranoid Spokesman. Also, um es nochmal zu erwähnen, die Charaktereigenschaften, die von Hofstadter vor über 50 Jahren erwähnt wurden, die findet man halt wirklich, glaube ich, in den ganzen QAnon-Anhängern vor. Wie gesagt, wurde der vollkommene Vertrauensverlust, der Glaube, man kämpft gegen das Böse schlechthin. Und es ist ja eine Bewegung, die auch durchaus relativ weit schon in die Republikanische Partei vorgedrungen ist. Also Michael Flynn, der Sicherheitsberater, der ja kurz nach seinem Amtsantritt vor 4 Jahren dann auch wieder schon gehen musste, hat auch zwischenzeitlich gewisse QAnon-Sachen geteilt. Und Donald Trump selbst, muss man erwähnen, verbreitet immer wieder auf Twitter auch Accounts, die ganz offen sich QAnon dazu gehören oder das Ganze so sehen. Um es nochmal zusammenzufassen, also diese Sichtweise von QAnon, dass Donald Trump irgendwie gegen internationale Kinderschänderringe kämpft und den Deep State bekämpft. Das sind natürlich auch Verschwörungstheorien gewesen, wo man sagen kann, dagegen erscheinen die Vorwürfe, die das Trump-Lager jetzt äußert, fast schon rational oder normal. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen fast den Effekt gehabt hat, dass es die Republikaner empfänglicher gemacht hat für das, was Sidney Powell vorgetragen hat. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass irgendwie Hugo Chavez aus dem Grab heraus die US-Wahlen jetzt entscheidet. Und das sind Standpunkte, die, ich glaube, für Außenstehende enorm merkwürdig wirken. Aber wenn man mehrere Jahre lang nur in den sozialen Netzwerken QAnon-Verschwörungstheorien verfolgt hat und da so drinsteckt, dann sagt man sich eigentlich, ja, natürlich ist das so. Also der Deep State versucht alles, um Donald Trump zu entfernen. Und das ist dann nicht überraschend, dass dort irgendwie Demokraten mit China kooperieren, beziehungsweise dass ja sogar der Vorwurf lautete, der republikanische Gouverneur von Georgia habe doch irgendwie heimlich an den Wahlstimmen in Georgia rumgespielt. Also das sind Standpunkte. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch noch andere Web-Talks drüber machen, wie da das Internet und soziale Netzwerke dazu führen, dass Menschen gar nicht mehr herauskommen aus dieser eigenen Blase und alle möglichen Verschwörungstheorien, die für Außenstehende ganz verrückt erscheinen, für sie ja das Normalste der Welt ist. Und wir sehen es ja auch, dass es nach Europa rübergeschwappt ist. Die Q-Fahnen sehen wir ja auch bei deutschen Anti-Corona-Demos. Also es ist Ja. Also ich glaube vielleicht, wenn ich noch einen Satz sagen darf, gerade weil das auch zu uns so ein bisschen rüber zu schwappen scheint. Ich finde da immer diesen Begriff Verschwörungstheorie gerade für so ein Phänomen gar nicht so treffend, weil da eigentlich keine sehr kohärenten Weltanschauungen formiert werden. Also ja, es gibt irgendwie so ein Pool an Feindbildern, die konstruiert werden, aber eigentlich wird da kein umfassendes Sinnstiftungssystem angeboten. Was angeboten wird, ist sozusagen eine Gruppe, zu der man gehört und die sozusagen gegen alle anderen sind. Und was gestiftet wird, ist eben dieses fundamentale Misstrauen. Das ist sozusagen nochmal was anderes als so ein geschlossenes Weltbild, das man vielleicht dann auch erfolgreicher dekonstruieren kann oder gegen das man angehen kann. Aber diese Massen an Internetschnipseln, die da kursieren, wo man auch selber mitmachen kann und sich dadurch natürlich nochmal wichtiger fühlt und partizipierender fühlt, das hat nochmal eine ganz eigene Dynamik und Qualität. Also das Internet macht da nicht nur schneller und mehr, sondern auch nochmal was anderes. Wahrscheinlich auch gegenüber der Analyse von Richard Hofstadter. Also. Ja. Also ich habe ja die Hoffnung, vielleicht, aber ich neige ja manchmal dann auch zu sehr zum Optimismus. Dass eben, weil es kein ideologisches, festes Weltbild ist, dass solche Bewegungen auch
sich einfach dann wieder in nichts auflösen, viel schneller als man denkt. Nicht? Also ich glaube auch bei den QAnon, die waren ja jetzt sozusagen, als jetzt diese Trump die Wahl nicht gewonnen hat, hat man ja auch schon gleich sofort die ersten Abgesänge auf die Bewegung gelesen und wie deprimiert sie sei oder seien die Leute, die Anhänger. Und für die fällt jetzt sozusagen, ja, bricht eine Welt zusammen, nicht? Also, dass Trump nicht gewonnen hat. Damit, wenn dieses Sprachrohr einmal weg ist, das ja so, wirklich so mächtig und so repetitiv die letzten 4 Jahre war, dann könnte ich mir vorstellen, ist das auch wie so, wenn man so ein Schlauchboot im Grunde das Ventil zieht und dann geht die Luft raus. Nicht? So war es bei McCarthy ja möglicherweise, war es ja eigentlich auch, dass nachdem er dann weg war, das sich auch relativ schnell in Luft aufgelöst hat. Mag heutzutage ein bisschen anders sein mit den sozialen Medien und so, dass dort solchen verrückten Ideen, sag ich jetzt mal, viel mehr Raum gegeben wird. Und dass sie insofern auch vielleicht länger haltbar sind, aber ich glaube schon, wenn der Anführer erstmal weg ist und hoffen wir, dass Trump weg ist, dann löst sich das vielleicht auch irgendwann in Wohlgefallen auf. Aber das mag ein frommer Wunsch sein. Gut, ich denke, wir müssen zum Abschluss kommen. Wenn nicht jemand noch ganz dringend was zu sagen hat, dann würde ich sozusagen noch meine abschließenden Dankesworte loswerden. Natürlich an Frau Hausteiner für heute und aber auch gesamt an die Reihe, an die Friedrich-Naumann-Stiftung, nicht, die uns also sehr großzügig unterstützt hat. Und auch an alle Referentinnen und Referenten, auch an Philipp Adolf natürlich für die gute Zusammenarbeit hier in den letzten, ja, immerhin 13 Wochen, also über fast drei Monate haben wir diese Reihe jetzt gemacht. Und es, ja, würde mich freuen, wenn das Interesse an den USA weiter bestehen bleibt, auch wenn Trump jetzt nun weg ist, denke ich, wäre es gut, wenn das Interesse sozusagen aufrechterhalten bleibt, auch im Sinne einer Verbesserung der transatlantischen Beziehungen, die da jetzt kommen mögen in den nächsten 4 Jahren hoffentlich. Ganz besonders danken möchte ich auch Pia Herzan, die diese Reihe ja mit begleitet hat und jetzt in den letzten 2 Wochen leider nicht mehr dabei war, weil sie also, was ich als Wissenschaftler natürlich befürworte, sie ist in die Wissenschaft gegangen. Nicht? Sie ist der Naumann-Stiftung abhanden gekommen und verfolgt jetzt ein Dissertationsprojekt an der Uni Erfurt, dort in einem DFG, in einer DFG-Forschergruppe und wird sich eben also zu einem USA-Thema dann auch promovieren. Bei Professor Mark Schukat, wen das interessiert, in Erfurt, nicht? Das ist auch ein Nordamerika-Historiker. Ja, das war es im Grunde. Insofern hoffe ich, dass wir dann uns bald irgendwann mal wiedersehen. Auch die Zuschauer, die so lange durchgehalten haben, bis zur letzten Sitzung und bis zur letzten Minute. Vielleicht haben wir demnächst bald wieder mal eine Reihe zu den USA oder vielleicht auch mal zu Deutschland. Deutschland Decides 2021 wäre natürlich auch ein lohnendes Projekt, das man vielleicht machen könnte. Gut, das war's von meiner Seite. Philipp, wolltest du noch was sagen? Ich denke, ich habe für Philipp sonst auch mitgesprochen. Genau, ich teile ganz, was du gesagt hast. Danke auch nochmal an Eva für die Teilnahme heute, für diese, glaube ich, sehr interessante letzte Diskussion. Ja, und ansonsten von meiner Seite kann ich auch nur sagen, wir sehen uns dann vielleicht spätestens bei America Decides 2024 wieder und hoffentlich dann vielleicht auch nochmal auf anderem Wege. Ja, das war es dann auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten allen Zuschauerinnen und Zuschauern noch eine schöne, halbwegs problematische Vorweihnachtszeit und bleiben Sie gesund. Ja, okay, vielen Dank.